I didn't write. Wo gibt's jetzt zu sehen? Auf Lukas Knopf TV. Best Sender in the world. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen in Mailand. Ich bin mit meiner Freundin im Kurzurlaub und die Bikes sind natürlich dabei. Wir gehen heute auf Urban Downhill Street Tour. Ich habe gestern schon ein paar Spots entdeckt, die wir heute fahren wollen. Ich schnall mir die Helmkamera auf und wir machen wieder eine Street Tour auf den beiden Bikes. Ab geht's. Oh Leute, ich habe was entdeckt. Riesig. Junge. Krass. Was ist denn das für ein cooler Sticker? Ist nicht durchgestrichen, Fahrradfahren. Okay. Weiter geht's. Es ist heute leider echt bewölkt und keine Sonne draußen hier im schönen Italien. Sieht ein bisschen trist aus. Auch geile Geräte. Mal die noch runterfahren. Boah, hier gibt es überall Treppen in dem Viertel. Seht ihr's? Jo. Problem ist bloß, wenn ich die jetzt doppel, kriegt man hier so einen übelsten Schlag aufs Vorderrad und dann habe ich keinen Bock, hier irgendwie über den Lenker zu gehen. Deswegen knallen wir die einfach als schöne Sektion rein, suchen dann aber noch ein originales Stairgap, wo man richtig schön abziehen kann. Jo. Wir haben gestern schon eine kleine Touri-Tour gemacht und haben einige Spots entdeckt. Und hier ist zum Beispiel so ein Treppenset mit so ganz vielen Absätzen. Zwischendrin ist immer so 3-4 Meter flat und Challenge ist jetzt auf dem Downhill-Bike im Manual von ganz oben bis ganz runter zu fahren. Okay. Auch ein geiles Moped hier. Jo. Das Haus ist crazy, komplett bewachsen. Übelst verrückt. Hol mal Anlauf, hier ist ein Gap. Vom eher tristen Mailand zum schönen Teil hier. Juh.
Alter, an dem Spot war ich schon mal vor Jahren. Jo. Waffe. Ich bin jetzt hier an so einem Spot, wo es drei Treppen gibt, spring drauf. Mit einem Manual, fahr komplett hier lang und am Ende kein anderthalben, sondern ein Barfen. Wir sind jetzt auf dem Weg zu so einem riesigen Schloss oder zu so einer Burg. Die guckt da hinten schon durch. Okay. Fahrradweg, Diggi. Da ist er. Wow. Jo. Krass. Jo. Wir machen Bunnyhop Barfen vor den Tauben und filmen das in Slow-Mo. Hoffentlich fliegen die weg. Polizei, wir müssen mal aufpassen, die sind hier, ich hatte gerade schon ein kleines Intermezzo, die sind hier ganz schön streng. Also wir knallen jetzt hier lieber keinen Crankflip runter, sondern gucken uns das mal kurz an, machen mal ein Manual irgendwie. Hier gibt es jetzt noch eine ziemlich enge Passage, wo wir danach ganz schön auf die Eisen gehen müssen, weil dort Autos stehen. Aber... ja. Das Geräusch ist einfach so geil. Komm, wir machen nochmal Replay. Trrr, trrr, trrr. Hier dürfen wir leider nicht durchfetzen, die Victor Emanuel Galerie mit den mega Gemälden oben an der Wand mit der riesen Kuppel. Ich riskiere es jetzt nicht hier voll durchzufetzen, weil es gibt safe Ärger, aber wir rollen durch und gucken es uns an. Krass. Pickup-Bar können wir safe machen. I didn't ride. I only did push. Okay. Walk it? Walk it? Yeah. Also habt ihr gehört, nicht mal rollen. Aber hier können wir fahren.
Alter, was ist denn hier los? Yo. Wow. Wir müssen auf jeden Fall einen Tauben-Barspin machen. Irgendwo. Okay, wir fahren noch ein kleines Stück weiter. Jo. Okay, Bunny Hopper. Das war's von der Urban Street Tour durch Mailand. Es hat mal wieder mega Bock gemacht, eine Stadt auf dem Fahrrad zu erkunden. Aber es sind so viele Passanten hier unterwegs in der Stadt, so viele Touristen oder auch generell Anwohner, dass es echt nicht einfach war, große Treppengaps weder zu springen, noch irgendwie krasse Street-Manöver auf dem Dirtjump-Bike zu machen. Es war eher so ein Cruise, weil ich wurde ein, zwei Mal auf jeden Fall angemacht. Kamera war leider aus, aber eben auch von der Polizei einmal darauf hingewiesen worden, hier leider nicht fahren, war aber natürlich relativ lieb gesagt. Deswegen waren eben jetzt nicht die krassesten Cent dabei, aber es war definitiv eine gute Zeit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Channel und lasst mich unten in den Kommentaren wissen, wenn ich demnächst wieder eine Street-Tour machen soll. Ich weiß, die kommen bei euch mega, mega gut an und demnächst vielleicht in einer klitzekleineren Stadt, wo nicht ganz so viel los ist. Haut rein, Leute. Peace.